Was geht ab, Freunde? Euer Arminio hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute speziell. Ich schieße jetzt einen Elfer gegen meinen Vater. Sollte ich treffen, darf ich mir ein Spiel aussuchen, wo er sich um alles kümmern muss. Wenn er den jetzt hält, darf er sich ein Spiel seiner Wahl aussuchen. Ich muss mich um alles kümmern. Transfer, Hotel etc. pp. Deswegen fangen wir jetzt mal an. Ich mache das natürlich und dann geht's zum El Clasico. Ganz einfach. Ich habe das Ding gewonnen und ich möchte das Spiel am Wochenende Bochum gegen Dortmund. Das müssen wir so machen und dann sehen wir uns auf dem Weg ins Stadion. Was geht ab, Freunde? Euer Arminio hier. Und zwar, wie versprochen, mein Vater, der ist gerade hier an der Raststätte. Wir sind auf dem Weg nach Dortmund. Wir haben Sonntag Dortmund gegen Bochum. Ich bin gespannt, Dortmund hat gerade einen Lauf. Jadon Sancho das erste Mal live. Ihr habt es in der Elfer-Challenge gesehen, mein Vater hat das Ding gewonnen, hat sich das Spiel Dortmund-Bochum gewünscht und hier sind wir auf dem Weg. Wir sind auf der Raststätte, haben jetzt noch so 2,5 Stunden ungefähr vor uns und ja, dann checken wir auch gleich mal im Hotel ein und dann geht es auch direkt schon zum Stadion. Ich bin gehypt. So, Freunde, wir sind in Dortmund angekommen. Red ist in Blue, unser Hotel. Da wird jetzt eingecheckt. Ja, noch haben wir gut Zeit. Hier gibt es wahrscheinlich auch einen Pool drin. Ich hoffe, wenn der zugänglich ist, gibt es komplett einen Jump rein. Ansonsten checken wir jetzt mal das Zimmer ab. Bis gleich. So, Freunde. 208. Wir gehen herein. Hotelcheck. Quick. Arminio. Bett sieht sehr köstlich aus. Das wird nachher der Schneidespot sein. Da wird heute Abend schneiden. Und hier haben wir Aussicht. Red is in Blue. Da standen wir gerade unten. Ja. Jetzt heißt es auf jeden Fall kurz chillen. Ich habe gefragt, es gibt einfach ein Schwimmbad. Da geht es so rein. Da gibt es ins Wasser und ja, willst du was kleines Snacken stärken und dann sehen wir uns beim Schwimmbad. So, Freunde. So lässt sich doch ordentlich Hype aufbauen vor dem Game. Jetzt geht's schön in den Pool. Die Transition habt ihr gerade schon gesehen, das ist nur so ein kleines Nachbild. Jetzt geht's komplett in den Pool rein. Wir haben nur noch so eine Stunde Zeit oder so, dann müssen wir auch schon wieder los. Deswegen, ja, jetzt wird kurz die Seele gebaumelt und dann sehen wir uns gleich Richtung Stadium. So, Freunde, wir sind ready. Wir haben hier Arminio, hier haben wir Spiegel. Kommt hier normal rein, so sportlich mäßig das. Und der Mann kommt hier mit Business Outfit. Wir gehen da zum Stadion, warum hast du sowas an? Das muss man auch mal in die VIP-Loge auch mal so. So, Freunde, ein paar spannende Fakten über das Spiel. A. Benze Baini ist da. Traurigerweise. Algerien, erste Runde rausgeflogen aus dem Afrika Cup, der ist heute wieder am Start. Ich bin mir sehr sicher, dass er nicht von Anfang an spielen wird, kann ich mir nicht vorstellen. Madsen hat 2 übelst gute Spiele gehabt. Nächster Fact, Sanchos Rückkehr heim, bin ich auch hyped. Ich habe den Mann bei Kickbase, der muss punkten. Dritter Fakt, Dortmund ist gerade gut drauf. Es kann ein spannendes, torreiches Spiel werden. Ich bin gespannt. Wir sind ja gerade schon auf dem Weg. 10 Minuten, straight in die Richtung. Wir sehen uns am Stadion. Freunde, da ist das heilige Ding, der Signal Iduna Park. Wir sind jetzt hier gerade am Start, laufen jetzt hier durch. Hier geht es jetzt noch straight zum VIP. Dann geht wieder der Aufzug nach oben und dann sind wir schon an der Loge. 1,5 Stunden haben wir jetzt noch, es ist 16 Uhr. Ja, da können wir entspannt was essen und spannend noch gucken. Ich bin auf die Aufstellung gespannt, aber Benz Baini 10er, das noch nicht spielt. Ihr wisst schon. So, Freunde, hier angekommen. Trikot ist schon ready. Arminio mit der 70. Das ziehen wir gleich mal drüber. Freunde, wir sind am Start. Die Dortmunder kommen rein. Die Süd schon komplett da. Ich bin traurig, wenn sie bei ihnen nicht im Kader. Aber also, mir war klar, dass er nicht spielen wird, aber dass er nicht mal im Kader ist. Arminio-Trikot wird gleich angezogen. Ich bin mal gespannt. Bochum auch schon da. Bochum auch schon ordentlich am Start. Ist ja so ein bisschen Derby, aber auch Fanfreundschaft. Bin ich mal gespannt. Freunde, wir starten mit Gratin. Es gibt ja noch keine Sache, aber ihr wisst ja, ich kann nicht so viel essen. Aber das Kartoffelgratin ist nicht schlecht. Ist gut, ist big. Freunde, wir sind eingekleidet. Trikot ist da. Papa auch da, dreh dich mal. Sü. Kadi. Bei mir, ja, Arminio hinten drauf mit der 70. Süd ist am Start. Drink ist am Start, was zu essen ist da. Papa, dein Tipp. 2-0 BVB. Wer trifft? Sancho und Reus. Reus spielt nicht mal.
Preußen Stamm, vielleicht kommt er rein. Ich sag 2-1. Dortmund ist nicht so souverän. So, You Never Walk Alone spielt. Charlton oben. Auch noch der Kaiser Beckenbauer. Ihr wisst schon, BVB. Mukuku, krass, überraschend. Eto, Malen, Sancho kann krank werden. Arzen, Moinia, Macher. Spannende Aufstellung. Ich bin sehr gespannt. Ist trotzdem eine neue Aufstellung für Dortmund. Obwohl man sagen muss, Sancho, Malen, Mukuku, ist schon krass. Alter, immer gekämpft, niemals aufgeben, mit unserem Herzen wirst du weiterleben. Geisteskrank. Die Spieler laufen gerade ein, Dortmund, Köln, kranke Choreo. Und die ziehen gerade was hoch. Alles schwarz, gelb. Leute, die sich ein bisschen auskennen, wissen, immer gekämpft, niemals aufgeben, Ruhe in Frieden, Marcel. Das ist die Choreo für Marcel, der leider von uns gegangen ist. Krass, Gänsehaut, wirklich. Borussia spielt heute ganz groß. So, Freunde, Schweigeminute war gerade auch noch für Marcel, Kai Bernstein, Franz Beckenbauer. Dortmund ist ready, von links nach rechts. Bochum ist ready, rechts nach links, im weißen Gewand, im weißen Ballett. Auf ein geiles Spiel. 2 Minuten 45 gespielt, 11 Meter für Dortmund. Richtig kranker Ball. Donny Malen setzt sich durch, geht rechts an Riemann vorbei. Ich habe mir gerade noch Erdnusschips gegessen, tut mir leid. Und Riemann nimmt ihn mit, 11 Meter. So, Niklas Füllkrug, Füllerlücke. Und tritt an, 11er Spielziel. Ich sag für euch mit Ansage, entspannt, links unten flach. Ihr habt es zuerst gehört. Bam, sorry. Alter, als du! Ich war in seinem Kopf drin. Ich war drin. Das ist ein kranker Start. 1-0. Elfmeter holt Malen gut raus. Ganz klarer Elber, geht am Elber vorbei. Füllt gut, zack. Ich sag euch, wie es ist. Ich glaube, er hat mein Video geguckt. Sag ich. Spaß. Aber wisst ihr. Gute Freistoßpose, Stöger. Das Spiel ist seit dem 1-0 ein bisschen abgeflacht. Also das ist ja so 5. Minute passiert, obwohl der Elfer ja schon in der 3. Minute gepfiffen wurde. Ja, nächstes Jahr geht es nochmal Dortmund, aber Dortmund spielt jetzt nicht mehr krass mit. Ein bisschen abgeflacht. Wir warten noch auf die großen Highlights. Kranke Freistoßposi, Dortmund, Fuchshabe. Ich weiß, es ist nicht mehr heiß. Das ist das 1-1. Heidentor Schlotterbeck. Echt kacke verteidigt. Halbzeit, Freunde. Dortmund spielt ziemlich kacke. Darum gibt es so eine Waffe. Die sind krank. Dortmund spielt echt überhaupt beschissen, kriegen es 1-1. Eigentlich unverdient nach dem 1-0 keine wirkliche Chance mehr gehabt. Aber schon ist ganz gut, weil ich denke, da wird die zweite Hälfte jetzt heute spannender. Bochum am Tippen. Zweite Hälfte startet nach wie vor 1-1. Genau, Dortmund jetzt auf das Tor, Bochum auf das. Bochum am Tippen. Krank, wie haben die das mit reingekriegt? Security ist on point gewesen. Pyrotechnik. Ist doch kein Verbrechen. Wir bräuchten jetzt hier am Balkon Ultra, das ist ja mal ein Zeichen, dass Pyrotechnik kein Verbrechen ist. Das Spiel ist jetzt natürlich kurz unterbrochen, weil alles ist in dichten Nebel gehüllt, deswegen sieht man hier nichts mehr.
ich hoffe einfach, das wird jetzt einfach ein bisschen spannender. Wir bleiben hier die Highlights aus, anscheinend wie es ist. Und der Mann hier, den habe ich bei Kickbase. Der muss ich jetzt mal ein bisschen straffen und mir hier meine Punkte ranholen. Jaden, was denn, Großer? Bochum ist gerade schwer am Drücker. Stöger, Zauberfuß. Sergio, Oma Kondon. Alter, Mats macht einen riesen Fehler und klärt das Ding wirklich beim Abschluss. Richtig krass von ihm, wirklich in dem Alter. BVB gerade am Aufdrehen, die müssen jetzt, ja. Dortmund gerade wirklich nicht gut. Bochum einfach besser, das war so gut. Muki mit rechts, Bochum wieder da. Wir haben 70. Minute. Um ganz ehrlich zu sein, wenn Dortmund so weiterspielt, dann sehe ich hier nicht mehr viel mehr passieren als das 1-1. Weil das war einfach zu wenig, muss man einfach sagen. Die arbeiten sich keine Chancen, die sind nicht gefährlich. Ich weiß es nicht, das überzeugt mich nicht dafür, dass sie halt heim gegen Bochum spielen. Ich bin gespannt. Platz mit der 43, Jamie! Jamie Obeido gibt es rein, der Mann, der kann absolute Raketen einwerfen. Guckt euch das an. Nee, also weit, könnten irgendwie so weit schießt Lorenz nicht mal. Aber hat nichts gemacht. 2-1 Dortmund für Krieg! Flank ist Abitzer. Der Spieler mit der Nummer 14, Niklas! Hummels ist drin, klärt gleich mal. Das ist der nächste Elfer für Dortmund, Beino Gittens. Kriegt einen Ball eingespielt, kranke Schusshütte, Alaminio wird umgesetzt, zweiter Elfer und wir haben 88. Minute jetzt. Das bedeutet, kann die Vorentscheidung werden. Das Ding wurde nochmal kurz geprüft, Regelwidrigkeit im Vorfeld, ist aber Strafstoß. Füllkrug tritt an, kann seinen Hattrick machen. Niklas Füllkrug. Gleich drüben, zack. Alter! Freunde, zwei Elber, zweimal richtig geraten, weil ich ihn halt in seinen Kopf bringe. Ja, Freunde, Dortmund ist natürlich gut drauf, holen damit jetzt ihren nächsten Sieg in Folge. Ist natürlich echt überragend. Bochum sei leider also über weite Strecken trotzdem ein übelst gutes Spiel gemacht. Und hätten ja auch mehr verdient gehabt. Aber Dortmund dann letztendlich abgezockt, zwei Elber auch bekommen. Natürlich irgendwo auch glücklich. Aber ich glaube trotzdem, ist es mir noch ein bisschen zu wenig, all in all. Deswegen, ja. Ich hoffe auf jeden Fall, der Stadionblock hat euch gefallen. Lasst gerne mal Liebe da. Und ja, Dienstag, Mittwoch kommt schon der nächste Vlog. Wir sind nämlich auf dem Hertha-Trainingsgelände. So ihr Lieben, das war es auf jeden Fall vom Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 3-1 Sieg. War cool, hat Spaß gemacht, coole Leute da. Vielen Dank an 1&1. Meine Wette habe ich eingelöst. Mein Vater durfte sich das Spiel angucken. Jetzt geht es zum Hotel, wie gesagt. Morgen früh Frühstück, dann geht es um 8 schon weiter Richtung Berlin. Straight to Berlin. Hab dort Dreh mit ein, zwei coolen Leuten, kommt auf jeden Fall auch noch mal ein Vlog. Ich bin beim Hertha BSC und ich bin beim Spiel Hertha Kaiserslautern. Videos kommen ohne Ende. Ich freue mich drauf, Kuss für den ganzen Support. Lasst Liebe da, was ihr sehen wollt, was nicht und schönen Abend euch, bis bald.